Wir treffen uns heute mit einem Kardiologen und sprechen mit ihm zum Thema Herzgesundheit, Vorbeugung und wie Smartwatches dabei eine Rolle spielen können. Mitgebracht haben wir die brandneue Withings ScanWatch. Diese kann medizinisch genaue EKGs erstellen. Meine Kollegen Dirk und Diandl haben die letzten zwei Wochen die Watch getestet und ich habe deren Testergebnisse jetzt mal mitgenommen. Ob ein Arzt wirklich etwas mit den Ergebnissen der Withings ScanWatch anfangen kann, sehen wir jetzt. Hallo Stefan, schön, dass du heute hier bist. Du bist Kardiologe und informierst auf deinem YouTube-Channel als Dr. Hart und in deinen Büchern und auf deiner Website über das Thema Herzgesundheit und Vorbeugung. Erzähl doch mal, was sind denn so die häufigsten Herzkrankheiten in Deutschland? Ja, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor trotz aller Fortschritte unserer Hightech-Medizin immer noch die ganz, ganz großen Killer in unserer Gesellschaft. Wenn man sich mal so die Todesursachenstatistik anguckt, dann ist es immer noch so, dass die ersten vier Plätze und auch noch weitere unter den Top 10 durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingenommen werden. Also man kann etwas vereinfachend sagen, wenn wir nicht vorher vom Auto überfahren werden oder von einer Brücke springen oder vom Krebs sozusagen heimgesucht werden, dann sind es in aller Regel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an denen wir versterben. Bei welcher der Herzkrankheiten spielt denn in der Diagnose das EKG eine große Rolle? Ja, das ist ganz interessant, weil wir haben ja wirklich mittlerweile die wahnsinnigsten Fortschritte gemacht in der Hightech-Medizin über Kathetertechniken und Pipapo. Nichtsdestotrotz ist das gute alte EKG, was es wirklich schon seit Jahrhunderten gibt, immer noch wirklich die Basis der Herzdiagnostik, auch heute noch. Allen voran natürlich bei der Diagnostik von Herzrhythmusstörungen, allen voran dem Vorhofflimmern beispielsweise, was ja in der westlichen Welt überhaupt noch die wichtigste Herzrhythmusstörung überhaupt ist, weil sie eben zu Komplikationen führen kann wie dem Schlaganfall, aber auch in der Diagnostik von Durchblutungsstörungen des Herzens, allen voran der koronaren Herzkrankheit, gerade auch in der Akutdiagnostik des Herzinfarktes. Also was denkst du, macht es auch für gesunde Menschen Sinn, zum Beispiel mit einer Smartwatch den eigenen Herzrhythmus im Blick zu behalten? Es kann durchaus auch für gesunde Menschen sinnvoll sein, den eigenen Herzrhythmus zu überprüfen, denn es gibt eben viele Herzrhythmusstörungen, die viele Menschen gar nicht verspüren. Ja, Beispiel das Vorhofflimmern, was ja die wichtigste und auch folgenschwerste Herzrhythmusstörung bei uns ist. Das ist eine Herzrhythmusstörung, wo eben die Herzvorhöfe nicht mehr gleichmäßig arbeiten und pumpen, sondern wie das Wort Vorhofflimmern schon vermuten lässt, durch chaotische elektrische Erregung nur noch zum Flimmern gebracht werden, sodass eben die Herzvorhöfe nicht mehr arbeiten können und sich dann in diesen flimmernden Herzvorhöfen Blutgerinnse bilden können, die dann in den Kopf gespült einen Schlaganfall verursachen können. Und dieses Vorhofflimmern, das hat eben leider die Eigenschaft, dass es nicht von allen Menschen verspürt wird. Viele Menschen spüren einen zu schnellen und unregelmäßigen Puls, aber eben bei weitem nicht alle. Und bei vielen Menschen ist dann tatsächlich so, dass sie dann erst das erste Mal von ihrem Vorhofflimmern erfahren, wenn sie sich dann bereits mit einem durch dieses Vorhofflimmern bedingten Schlaganfall in der Rettungsstelle vorstellen. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Menschen, die da draußen rumlaufen, die überhaupt nichts von ihrer Herzrhythmusstörung wissen und die also letztlich gefährdet sind. Und die können dann durchaus davon profitieren, wenn man eben durch ein derartiges Monitoring auch über solche Devices eben eine solche Herzrhythmusstörung frühzeitig feststellen kann. Bevor sich Dr. Hart die Ergebnisse von meinen KollegInnen genauer anschaut, möchten wir euch die Withings ScanWatch vorstellen. Die Withings ScanWatch ist die erste hybride Smartwatch, die ein medizinisch genaues EKG erstellen kann und gleichzeitig den Sauerstoffwert in eurem Blut misst. Hierdurch kann sie eine beginnende Schlafapnoe, also nächtliche Atmungsstörungen, erkennen. Die ScanWatch behält euren Herzrhythmus dauerhaft im Blick. Ihr erhaltet eine Notification, sollte Vorhofflimmern oder auch atypisches Verhalten von eurem Herzrhythmus erkannt werden. In diesem Fall könnt ihr sofort ein EKG erstellen, was ihr später über die HealthMate-App ganz einfach als PDF mit eurem Arzt teilen könnt. Außerdem könnt ihr mit der ScanWatch eure Kalorien, Schritte und auch Workouts tracken. Auch Schwimmen ist hierbei möglich. Die Watch ist wasserdicht bis 50 Meter. In Verbindung mit eurem Handy könnt ihr außerdem eure zurückgelegte, zum Beispiel Laufstrecke, in der HealthMate-App aufzeichnen und nachverfolgen. Die ScanWatch informiert euch natürlich auch über Nachrichten und Anrufe auf eurem Smartphone. Das Schöne, trotz der Vielzahl der Funktionen hält der Akku der ScanWatch bis zu 30 Tage lang. Das alles vereint die ScanWatch in einem schicken, analogen Uhrendesign mit kleinem, aber sehr gut lesbaren PMOLED-Display. Gesteuert wird sie durch die digitale Krone an der Seite der Uhr. Die kleine Version der ScanWatch in 38 mm erhaltet ihr ab 279 €, die größere Version in 42 mm ab 299 €.
Dann schauen wir doch mal, was Dr. Hart zu den EKG-Ergebnissen der ScanWatch sagt. So, und jetzt für mich zur spannendsten Frage. Ich habe meine Kolleginnen gebeten, die letzten zwei Wochen ihre Gesundheitsdaten mit der Withings ScanWatch aufzuzeichnen. Und die habe ich dir mal mitgebracht. Guck doch mal rauf und erzähl mir, was du davon hältst. Ja, also wir fangen mal mit den allgemeinen Gesundheitsdaten an, liebe Kollegin Diandel, sag ich mal. Also wir fangen mal an der Sandwich-Technik, das Positive vorweg. Blutdruck vorbildlich 120 zu 80, waren noch nur zwei Messungen, aber das ist natürlich ein Bilderbuchwert, wie er im Lehrbuch steht. Und der Blutdruck ist ja wirklich eine ganz wichtige Stellschraube unserer Gesundheit, weltweit der wichtigste Risikofaktor. Also den gut einzustellen, ist die beste Altersvorsorge, die es gibt. Und da sind wir mit 120 zu 80, gibt es überhaupt nichts zu meckern, ist quasi eine Punktlandung. Herzfrequenz hier im Schnitt 62 pro Minute, auch wunderbar. Gewicht vorbildlich, ein BMI, ein Body Mass Index von 19,7, das ist also auch top. Normalgewicht sieht man ja heute leider immer seltener. Auch das macht durchaus extrem viel Sinn, wenn man was für seine Gesundheit tun will, sich um ein Normalgewicht zu kümmern. Das sozusagen zu den positiven Aspekten der Sandwich-Technik. Jetzt, liebe Diandel, kommt es zu den etwas... ich sag mal, Ding, wo noch ein bisschen Luft nach oben ist, und das ist die Bewegung. Wir wissen ja, dass wir allein, und da kann man gar nicht früh genug anfangen, durch täglich Sport / Bewegung unser lebenslanges Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko halbieren können. Und wir alle kennen die bestimmten, die viel gelobten 10.000 Schritte pro Tag, und da sehe ich hier eine durchschnittliche tägliche Schrittzahl von 4.772, da ist also noch etwas Luft nach oben. Wir kommen zum Schlaf. 7 Stunden 41, das hätte ich auch gerne, da bist du besser als ich wahrscheinlich. Das ist also vollkommen in Ordnung. So, und jetzt kommen wir zu den EKG-Aufzeichnungen. Beim EKG geht es ja jetzt in unserem Setting vor allen Dingen darum, eben festzustellen, liegt eine Herzrhythmusstörung vor, ist also der Puls unrhythmisch. Und das kann man hier wunderbar erkennen in dieser Aufzeichnung, dass also die Abstände der Herzschläge immer gleichmäßig sind, sodass hier aus diesem EKG auch bei in diesem Fall sehr guter Aufzeichnungsqualität überhaupt kein Hinweis auf eine Herzrhythmusstörung vorliegt. So, und jetzt mal Hand aufs Herz. Können solche Tools zur Gesundheitsüberwachung wirklich nützlich sein oder sind sie eher eine Spielerei? Ja, es gibt natürlich wie bei jeder neuen Entwicklung auch viel Spielerei. Man muss natürlich sich ganz ernsthaft die Frage stellen, wie wir mit diesen unglaublichen Datenbergen umgehend. Aber insgesamt habe ich die ganz, ganz große Hoffnung, dass wir mit Hilfe von derartigen Devices und derartigen Geräten die Chance haben, dass wir unser jetziges Gesundheitssystem, was ja quasi sporadisch und reaktiv stattfindet, das heißt, du gehst zum Arzt, wenn es dir irgendwo schon zwickt und vielleicht eine Erkrankung schon sehr weit fortgeschritten ist, vielleicht auch gar nicht mehr heilbar ist, dass wir sozusagen durch ein kontinuierliches Monitoring eben auch mit Hilfe solcher Geräte bestimmte Vitalparameter und Gesundheitsparameter eben kontinuierlich messen können. Und ein Abweichen von der Norm, was auf eine entstehende Krankheit hinweisen kann, eben frühzeitig erkennen können und dann einschreiten können, bevor es zu spät ist. Vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Wenn ihr mehr von Dr. Hart zum Thema Herzgesundheit erfahren wollt, dann schaut einfach mal auf seinem YouTube-Channel oder seiner Website vorbei. Die Website haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Vielen Dank, bis bald. Ciao. Das war's auch schon von unserer neuesten Folge Gravities. Wir hoffen, Dr. Hart und ich konnten euch einige Einblicke zum Thema Herzgesundheit geben. Wenn ihr keine Folge Gravities mehr verpassen wollt, dann klickt einfach hier. Habt ihr Wünsche oder Themen, mit was wir uns in den nächsten Gravities-Folgen beschäftigen sollen, dann schreibt sie uns doch einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal!